Hi Leute, wie versprochen, testen wir heute die ganzen Drogerieneuheiten, die ich mir beim letzten DM-Haul gekauft habe. Und ich bin schon selber sehr gespannt. Es gibt natürlich auch ein paar Sachen, wie zum Beispiel dieses Puder hier, was ich schon in meiner Schminktasche drin gehabt habe und trotzdem nochmal zusammen jetzt mit euch live vor der Kamera testen werde. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los und ich beginne direkt mal mit Primer oder Concealer. Ich weiß es nicht genau, weil über den Puder Concealer auftragen ist, glaube ich, nicht so eine schlaue Idee. Deswegen machen wir erstmal den ersten Step mit dem Primer hier. Das ist nämlich der von Catrice, der One-Step-Primer. Das ist ein Skin-Perfector und wahrscheinlich verwandelt sich das dann hier irgendwie in meine Hautfarbe. Ich muss mir das mal anschauen, wie ich das so finde. Der war auch eigentlich meiner Meinung nach nicht so günstig. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Nee, also es bleibt weiterhin weiß. Also es ist jetzt keine deckende BB-Cream oder sonst irgendwas, sondern es ist halt nur ein Primer. Wechselt jetzt auch nicht zur Hautfarbe über oder so. Hier steht halt nur Soft Tint. Wahrscheinlich ist es halt wirklich nur so ein ganz, ganz leichter Tint, der halt dabei ist. Ja, ich werde das, glaube ich, mal ganz schnell mit dem Pinsel einarbeiten, damit das ein bisschen schneller geht. Ja, der erste Eindruck ist eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Also habe ich jetzt nichts auszusetzen. Deswegen gehen wir direkt mal über zum nächsten Step, würde ich sagen. Die Haut sieht frischer aus, sie glänzt so ein bisschen. Ja. Mich würde halt nur mal interessieren beim Abschminken, ob ich dann wirklich, so ein bisschen Farbe auf meinem Dings hätte, aber wahrscheinlich schon. So, dann machen wir direkt mal weiter mit dem Concealer. Das ist hier der von der Clean ID Catrice Reihe. High Cover Concealer. Da sind jetzt keine Duftstoffe drin, silikonfrei ist der, Mikroplastik ist auch nicht enthalten und ist generell vegan. Ich habe hier die Farbe 10 oder 010 Neutral Scent. Und so sieht die Farbe hier aus. Und da gab es halt wirklich nicht viel Farbauswahl. Deswegen habe ich jetzt einfach mal das hellste genommen. Aber auch das hellste könnte, sage ich mal, etwas helleren Hauttypen zu dunkel sein. Also diese 10 ist meiner Meinung nach wie eine 20, wenn nicht schon wie eine 30. Also ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr dunkel. Ich glaube, das kann man hier auch ganz gut sehen. Also die Farben, die sind jetzt wirklich nicht so krass gut, um ehrlich zu sein. Aber wir schauen jetzt einfach mal, wie gut der einfach abdeckt. Ich werde den halt hier so auf kleine Unebenheiten anwenden. Und das Ganze werden wir direkt mal einarbeiten mit diesem Beauty Blender hier. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Ich habe den euch ja im letzten Video gezeigt. Von der Marke, ich kann es ja nicht aussprechen, sagen wir einfach mal Glam. Also vergleichsweise zum Beauty Blender ist der wirklich schon ein bisschen härter. Der ist zwar schon fluffig, aber ja, ich glaube, mit dem Ei kann ich nichts anfangen. Vielleicht kann man den nochmal nass machen, um dann zu schauen. Aber der ist wirklich wie ein Stein auf der Haut. Also der, ich habe das Gefühl, ich arbeite damit irgendwie nichts ein. Also der ist wirklich steinhart. Das ist wie so ein Make-up-Ei aus dem 1-Euro-Shop. Also komplett durchgefallen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich feuchte den jetzt noch einmal an und dann bewerte ich den nochmal, wie er feucht ist. So, das ist der jetzt im feuchten Zustand. Also der ist wirklich jetzt noch viel fluffiger geworden. Und auch viel, viel weicher. Also im feuchten Zustand kann man den wirklich verwenden. Aber auch hier würde ich halt wirklich lieber ein paar Euro mehr ausgeben. Und dann glaube ich doch den originalen Beauty Blender kaufen, weil der einfach im nicht feuchten Zustand sehr, sehr hart ist. Und hier jetzt auch leicht fluffiger geworden ist, aber der ist immer noch so hart. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht immer Bock, meinen Beauty Blender anzufeuchten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag irgendwie die Schwämme immer im trockenen Zustand eigentlich. Also ich habe da irgendwie wenig Bock drauf. So, also was soll ich zum Concealer sagen? Der ist schon ganz gut deckend. Der kriecht jetzt nicht in die Fältchen, aber mir ist das irgendwie noch zu wenig Deckkraft. Ich werde jetzt nochmal was drauf geben. Auch hier ist es gar nicht so richtig abgedeckt worden, dieser rote Punkt, den ich an der Nase habe. Ich werde jetzt direkt nochmal probieren. Also es gibt definitiv bessere Concealer, das muss man wirklich sagen. Aber der kriecht jetzt nicht in die Fältchen, ne? Das ist auch schon mal ein Pluspunkt, wie ich finde. Aber so krass High Coverage ist der jetzt nicht, ne? Also da gibt es wirklich schon bessere, auch von Catrice bessere Concealer. Deswegen hier muss ich ganz ehrlich sagen, überzeugt mich jetzt nicht zu 100%. Nee, tatsächlich nicht. Also es glowt halt auch sehr stark, ne? Es glänzt halt auch sehr stark unter den Augen und so. Aber wie gesagt, High Coverage ist persönlich für mich wirklich nochmal was anderes. Ja, ist zwar gut, aber verspricht jetzt nicht das, was er hier aufgelistet hat. Also High Coverage oder High Cover ist das jetzt meiner Meinung nach nicht, sondern wirklich so eine mittlere, wenn nicht auch leichte Deckkraft.
So, kommen wir jetzt mal zum Puder. Das ist das Puder hier. Ich habe schon von sehr, sehr vielen gehört, dass es für trockene Haut nichts ist. Aber ist ja auch klar, wenn man eine trockene Haut hat, benutzt man eigentlich auch kein Puder. Das sollte eigentlich klar sein. Ich habe dieses L'Oreal Infallible 24 Stunden Freshwear Puder in der Farbe. Ich glaube, es müsste 130 sein. Das steht hier leider nicht mehr. Ich glaube, es war 130 und die Farbe hat eigentlich auch sehr gut gepasst. Wie man sieht, ich habe schon öfter verwendet. Und ich kann euch eigentlich direkt mein Feedback dazu sagen. Es ist halt wirklich krass deckend. Also wirklich sehr, sehr krass deckend. Mich erinnert dieses Puder hier sehr, sehr stark an ein High-End-Puder aus dem High-End-Bereich, wie gesagt. Es gab ein Puder von Kanebo Sensai. Ich habe das Puder schon ewig nicht mehr gekauft oder besser gesagt nicht mehr nachgekauft, weil mir das auch irgendwann zu teuer war. Ich werde jetzt nur bewusst eine Seite machen und mich erinnert, wie gesagt, dieses L'Oreal-Puder von der Textur her, von der Deckkraft her, sehr stark an dieses Puder von Kanebo Sensai. Wer meine Videos schon so lange verfolgt, wird auch wissen, dass ich das damals auch in einigen Videos mal benutzt habe. Also das ist schon wirklich Jahre her, ne? 6, 7 Jahre bestimmt schon. Und dieses Puder fand ich wirklich mega. Und das hier erinnert mich wirklich an dieses Puder. Deckkraft ist wirklich on point. Also guckt euch das mal an. Hier ist die Seite, wo nichts drauf ist und hier ist die Seite, die gemacht ist, also mit dem Puder. Es ist wirklich eine richtige Porzellanpuppenhaut, es ist wirklich stark deckend, es ist wirklich keine leichte Deckkraft, sondern wirklich eine starke Deckkraft und ich liebe dieses Puder. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr jetzt nicht allzu trockene Haut haben solltet, dann ist das wirklich perfekt für den Alltag, es geht auch ganz schnell und ja. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Wer das Ganze nochmal so ein bisschen flawless haben möchte, kann ja nochmal mit dem MAC Fix Plus drüber gehen. Genau, und dann verbindet sich das Ganze nochmal schön mit der Haut und die Puderpartikel verschwinden so ein bisschen von der Haut. Aber wie gesagt, dieses Puder kenne ich schon, ist in meiner Schminktasche schon drin gewesen und ich mag das wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ja, Leute, das ist meiner Meinung nach richtig High Coverage, aber nicht das, was jetzt der Concealer da gemacht hat. Also wie gesagt, den kann ich echt nicht empfehlen. Ja, leider habe ich jetzt keine Puderprodukte, also Bronzer und Highlighter und Blush. Deswegen nehme ich jetzt mal meine eigenen Produkte her. Die kann ich euch auch gerne mal zeigen. Ich benutze hier Blush und Highlighter von Nabla. Die habe ich von Purish bestellt damals. Die sind wirklich mega, mega gut. Mag die voll gerne und die sind halt so schön natürlich, aber geben auch wirklich genügend Farbe ab und sieht halt einfach so richtig schön sonnengeküsst aus. Ich glaube, man sieht das hier auch ganz gut. Also die verbinden sich ganz, ganz toll mit der Haut und sind ganz tolle Produkte. So, in der Zwischenzeit, wo ich das hier mache, wollte ich ganz gerne mal das Lippenöl oder die Lippenöle von Catrice ausprobieren. Das sind hier solche Powerful Glossy Lip Oils mit Hyaluron, mit Mandelöl, mit Jojobaöl, Avocadoöl und Kokosnussöl. Und so sehen die aus. Was mich hier mal so ein bisschen irritiert hat, ist, dass die Spitze hier rosa eingefärbt ist. Ich werde jetzt einfach mal den hier auf meine unteren Lippen geben. Und den anderen... Fühlt sich voll gut an. Und den anderen, den rosanen, werde ich jetzt einfach mal auf meine Oberlippe geben. Und dann gucke ich mir einfach mal den Unterschied an. Weil es interessiert mich ja doch irgendwie schon, ob da ein gewisser Unterschied ist. Also ich sehe jetzt irgendwie keinen. Eignet sich eigentlich auch super schön als Lipgloss, so ein Topping. Also klebt nicht und ist wirklich ganz nice. So, als Blush benutze ich jetzt diesen hier von Art Deco. Das ist so eine Limited Edition gewesen. Die müsste es eigentlich auch noch geben. Den mag ich auch ganz gerne. Der riecht auch richtig schön nach Rose und der ist auch nicht zu stark, ne? Also ich glaube, man sieht das auch. Mache ich auch so ein bisschen an die Nase. Und der ist wirklich ganz, ganz leicht und deswegen mag ich den auch so gerne, weil der auch so richtig schön dann mit der Haut verschmilzt. Und zu guter Letzt nehme ich dann hier noch meinen Highlighter von Nabla. So, that's it. Dann machen wir einfach mal weiter mit der Lidschattenpalette von Catrice. Catrice hat diesen Monat wirklich sehr, sehr viele Neuheiten rausgebracht und die Lidschattenpalette finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass sie mich nicht enttäuschen wird und wir beginnen direkt mal. Ich werde anfangen mit der Farbe Misty Rose. Die kommt einfach mal hier so aufs bewegliche Augenlid, so ein bisschen in die Lidfalte, ein bisschen über die Lidfalte, um einfach so eine Transition Base zu schaffen. Ich finde es immer ganz schön. So eine etwas neutralere Farbe, die aber trotzdem noch sichtbar ist, als Übergang zu wählen. So, wir probieren jetzt einfach mal diese dunklere Farbe hier aus und das gebe ich mir hier in die Lidfalte nochmal. Aber so richtig gezielt in die Lidfalte, deswegen habe ich mir auch einen etwas spitzer zulaufenden, fluffigen Pinsel hier gewählt. Und was soll ich dazu sagen? Also ich finde, die Farbabgabe ist wirklich mega schön, lässt sich einfach verblenden und die Palette hat mich definitiv nicht enttäuscht, Leute. Die ist wirklich der Hammer. Mag ich so, so gerne.
die Farbe, die hier oben ist, das ist so eine gemischte Farbe sozusagen. So sieht das aus, so ein bisschen wie so ein Champagnerton. Ich hoffe, man sieht das. Die ist halt auch wirklich krass pigmentiert. Und wir schauen uns das mal an. Ja, auf dem Lid lässt sie sich jetzt nicht so in einem Zug auftragen, weil das blättert dann so ein bisschen ab. Aber die Farbabgabe ist dennoch wirklich sehr, sehr schön. Also wirklich sehr, sehr schön. Das ist so ein richtig schöner, leichter Champagnerton. Und fürs Auge wirklich schön. Also auch für den Alltag sehr, sehr schön. Ich kann ja hier nochmal in Amber gehen. So ein dunkles Braun. Um dem Ganzen noch so ein bisschen Tiefe zu verleihen. Aber auch hier muss ich sagen, es ist nicht so ein starkes Braun, sondern man kann das wirklich sehr, sehr schön dosieren und auch sehr schön ausblenden. So, ein neues Augenbrauenprodukt haben wir auch nicht, deswegen zeige ich euch mal, was ich für meine Augenbrauen benutze. Das ist einmal hier die Palette von Benefit und da nehme ich immer diesen Ton hier, also genau den hier, den zweiten. Damit fülle ich meine Augenbrauen aus und danach nehme ich mir hier so eine Augenbrauenseife, die habe ich irgendwie bei Amazon bestellt. Kann ich euch gerne mal einen Link unten reinsetzen. Ich würde gerne noch weitere Augenbrauenprodukte in dieser Richtung testen. Deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, ob ich das so gut finde oder nicht. Es ist in Ordnung. Ja, aber ich würde es halt gerne noch mal ausprobieren. Ihr habt da auch noch so eine kleine Bürste dabei. Die sprüht ihr dann an mit Wasser. Ich nehme immer hier MAC Fix Plus. Deswegen habe ich es auch hier liegen gehabt. Und ihr sprüht nicht die Seife an, sondern nur das Bürstchen. Und dann kämmt ihr damit eure Augenbrauen hoch. Ich glaube, ich mache das heute mal zuallererst, weil ich euch gerne den Effekt zeigen möchte, ohne dass da irgendwas verschmiert. Also ich sprühe halt hier wirklich nur so ein bisschen die Bürste an und dann geht es mit der Bürste hier rein. Ist jetzt kein DM-Produkt und das geht halt wirklich ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Ja, die Bürste ist auch biegbar und dann habt ihr hier so ein paar Seifenstückchen sozusagen drauf. Und könnt das Ganze dann halt hochbürsten und das klappt wirklich enorm gut eigentlich. Aber wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt noch bessere Augenbrauenprodukte gibt, weil, klar, es funktioniert ganz gut, aber ich hätte es gerne in einem Zug dann direkt schon oben gehabt. Ich muss dann doch immer so ein paar Mal nachsprühen, nochmal in die Seife gehen. Ich werde es einfach mal jetzt in die Seife direkt reinsprühen. Vielleicht klappt das besser, auch wenn da stand, bitte nicht so machen, aber ich könnte dann doch schon meinen, dass es eventuell doch so besser einfach funktioniert. Ja, wenn man es in die Seife sprüht, funktioniert das Ganze auch schon besser, als wenn man es nur auf dem Bürstchen hat tatsächlich. Da mache ich jetzt vielleicht nochmal später was mit einem Augenbrauenstift oder so. Mal schauen, aber ich lasse das jetzt erstmal so. Übrigens benutze ich für meine Wimpern immer die von Tweezerman, die Wimpernzange. Das ist meiner Meinung nach wirklich die beste. Die biegt die Wimpern unfassbar schön und ihr habt dadurch wirklich irgendwie schönere Wimpern. Ich weiß nicht. Also ich habe echt viele Wimpernzangen ausprobiert, aber die von Tweezerman sind wirklich meiner Meinung nach die besten. Die sind noch nicht gerade günstig, aber trotzdem, die sind wirklich die besten. Ich kann die nur empfehlen. Während man sie schminkt, kann man das definitiv auch mal drauf lassen oder eben als Topping benutzen für den Lippenstift. Und ich muss wirklich sagen, die Lippen sind einfach ultra weich geworden. Richtig schön durchblutet, ein bisschen plumpy auch dadurch. Also das Lippenöl von Catrice ist auch top. Kann ich nur empfehlen. So, bevor wir jetzt aber die Lippen machen, machen wir erstmal die Augen. Und zwar haben wir hier zwei neue Mascaras. Ich glaube, die habt ihr schon überall gefühlt gesehen, aber ich werde sie heute trotzdem nochmal auf meine Wimpern auftragen und auf dem anderen Auge diese hier. Das ist diese Clean ID Mascara von Catrice. Das ist eine Volumen- und Definition-Mascara und so sieht die hier aus. Das ist die Bürste und die erinnert mich von dem Bürstchen her so ein bisschen an die Paradise Mascara von L'Oreal, genau. Und wir werden die jetzt mal hier auf dem Auge auftragen und dann schaue ich mal, wie ich die so finde, beziehungsweise welche ich besser finde. Also die macht wirklich schon mal auf einen ersten Eindruck getrennte Wimpern. Ich werde jetzt einfach mal weiter tuschen und euch dann das Ergebnis zeigen. Das, was mir auffällt, sie macht sehr lange Wimpern, sehr getrennte Wimpern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Volumen fehlt mir hier bei der Mascara einfach. Ne? Ich werde jetzt nochmal weiter tuschen. Man kann hier gefühlt 100 Jahre weiter tuschen, es verklumpt gar nichts. Also es passiert eigentlich auch nichts, außer dass die Wimpern so ein bisschen länger werden. Wie gesagt, die sind lang, die sind definiert, die sind nicht verklebt, aber die sind nicht voluminös. Das fällt mir sofort auf. Ich habe jetzt hier bestimmt schon die vierte Schicht jetzt gerade drauf oder mache mir gerade die vierte Schicht drauf. Die sind halt wirklich, wie als hättest du die alle mit einer Nadel getrennt, die Wimpern, so getrennt sind sie. Also das gefällt mir wirklich gut, aber mir fehlt immer noch dieser Volumeneffekt.
Ich werde es jetzt noch mal ein bisschen antrocknen lassen. In der Zeit werde ich das andere Auge mit der anderen Mascara machen, mit der Sky High Mascara. Und dann können wir ja mal einen Vergleich ziehen. Ja, ist jetzt alles so ein bisschen verschmiert, aber mir ist an dieser Mascara wirklich ein bisschen zu viel Produkt dran irgendwie. Deswegen streife ich das jetzt hier auch so ein bisschen ab, damit ich wirklich nicht allzu viel Produkt hier drauf oder dran habe, besser gesagt. Und genau, vielleicht kann man dann damit ein bisschen besser arbeiten. Also ich hoffe es zumindest. Hier habe ich auch eine Wimper. Die macht halt schon krasse Wimpern, nur die verklumpen manchmal so ein bisschen. Hier könnt ihr mal vergleichen, das ist die Catrice Mascara und das ist die Mascara von Maybelline. Hier ist noch ein bisschen was verschmiert, das muss ich wegmachen, aber ansonsten im Großen und Ganzen ist die von Maybelline natürlich viel, viel besser. Ihr seht dieses Volumen, ihr seht die Länge, es ist alles da, deswegen werde ich hier am anderen Auge nochmal hier mit der Maybelline rübergehen. Wie gesagt, streift die auch so ein bisschen gerne mal ab, weil mir ist die manchmal auch so ein bisschen zu nass einfach. Und wenn die nicht so nass ist, dann kann man auch wirklich besser die Wimpern tuschen, meiner Meinung nach. Ey Leute, wenn man die Mascaras gemeinsam mischt, ach du meine liebe Güte, das gibt ja wirklich ein so krasses Ergebnis. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Also das Auge sieht definitiv viel definierter aus als das andere. Ich hoffe, ihr seht das. Hier sind beide Wimperntuschen drauf, hier nur eine. Das sieht schon so ein bisschen verklebter aus. Also ich kann euch diese Kombi an Wimperntusche, also einmal die Sky High von Maybelline und die hier wirklich nur ans Herz legen. Ich werde jetzt mal mit der anderen auch nochmal hier drüber gehen. Vielleicht trenne ich dadurch die Wimpern nochmal so ein bisschen mehr. Also man sieht wirklich, dieses Volumen ist da, aber mir gefällt das Auge trotzdem besser. Also das ist wirklich ein bisschen zu verklebt gerade. So, ich habe die eine Seite mit den Wimpern echt noch so ein bisschen gerettet. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen finde ich die Maybelline Sky High wirklich mega. Allerdings, jetzt kommt der Punkt, die ist einfach ein bisschen zu nass, lässt sich zu schwer abschminken. Und ja, die macht schon krasse Wimpern, ne? Da kann man nicht zu sagen. Aber mir persönlich verkleben die Wimpern irgendwie. Ich glaube, dass die wirklich besser sein würde, wenn die schon so ein bisschen älter und eingetrockneter ist. Aber ja, ansonsten eigentlich ganz gut, aber ich finde die Kombi trotzdem besser. Macht erstmal die Clean ID drauf und danach die von Maybelline. Ich sag's euch, das wird ein wunderschönes Ergebnis. Seht ihr? Die Wimpern sind schön getrennt und hier auf der Seite schon so ein bisschen klumpig. Ja, ich muss das jetzt nochmal trocknen lassen, wie gesagt. Und dann kann ich erst mein verschmiertes abmachen, weil sonst beschädige ich wieder meine frisch getrennten Wimpern. Das ist ja so ein neuer Lip Liner von Max Factor. Ist die Farbe Move Moment und wir werden es mal ausprobieren. Ich bin gespannt. Ja, ist eigentlich eine ganz schöne Lippenumrandung, wie ich finde. Malt richtig gut. Ja, also damit bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. So, jetzt ist die Frage, testen wir jetzt diesen Liquid Lipstick von Max Factor oder wollen wir dann doch hier so einen Manhattan Lippenstift testen? Ich habe irgendwie Lust auf so einen Lippenstift mal wieder, deswegen werde ich den mal hier öffnen. Das ist hier so ein schönes Nude, das ist die Farbe More Buff 699. Und das sind solche langanhaltenden Lippenstifte, die matt sind. Oh, die sind echt krass. Die sind sehr cremig, aber matt. Und zu guter Letzt ist das ja hier auch wirklich so ein gehyptes Produkt, Leute. Das sind diese neuen Lipglosse von Manhattan. Manhattan sage ich schon, von Maybelline. Ich habe die damals doch in allen Farben gekauft. Ich weiß nicht, wer meine DM-Häus regelmäßig guckt. Ich habe die wirklich in sehr, sehr vielen Farben gekauft. Und das hier ist so meine Lieblingsfarbe gewesen. Wenn das hier mal draufstehen würde. Ah, hier. 006 Reef ist meine Lieblingsfarbe und die kommt jetzt auch hier einmal drüber. Wirklich so ein richtig wunderschönes, zartes Rosa. Pflegt die Lippen unglaublich gut und es macht halt wirklich auch richtig was her. Klebt nicht, glänzt und sieht einfach nur richtig, richtig schön aus. So, das ist dann auch schon der fertige Look. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen und vor allem hat euch in gewisser Weise weitergeholfen, welche Produkte ihr gegebenenfalls kaufen oder nicht kaufen solltet. Ich hoffe, dass euch meine Review dazu gefallen hat und vergesst mir auf gar keinen Fall noch auf Instagram zu folgen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao!